Stevie ist so resigniert schon, so, okay, ich spring einfach runter, ist mir scheißegal. Ja, das ist. Wann ist das Spiel vorbei? Nimm mal durch. Das Schlimme ist, du kriegst auch keinen Kontext. Du kriegst keinen Kontext. Du wusstest halt einfach nur Szenario A, Szenario B, Szenario C irgendwie. Endlich, verstehe ich. Würde gerne. Das ist der Ausweg. Sich hier befindet. In mir, mir, dir. Wer bist du? Und denn so eine Zettel. So eine Zettel. Was soll denn das? Ist das, dann packen Sie dir was zu lesen hin, dann gib mir doch auch eine Information und nicht einfach so Füllworte. Ich verstehe nämlich nicht. Ich verstehe mir nicht, weil du einfach ein beschissenes Storytelling hast, Spiel. Habt ihr denn alle einen durchgezogen, als ihr das Scheißding hier zusammenprogrammiert habt, ey, Mann? How long can a man burn before he turns to ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. Nicht falsch verstehen, das sieht ganz toll aus irgendwie und das hat auch einen tollen Effekt in seiner Wirkung, aber da muss einfach mehr da sein. Da muss einfach irgendwo auch mal ein bisschen Substanz im Spiel sein. Und vor allen Dingen macht es doch nicht so lang Sinn. Ne, wenn sowas 2 Stunden geht und keinen Sinn macht irgendwie, dann ist das eh eine Sache. Hat aber 257 auch schon geschrieben. Das Spiel sieht, ja. Sieht ja schön aus, aber aussehen ist halt nicht alles bei einem Spiel. Ja, es gibt ja auch eine Menge Leute, die das halt echt gut finden. Das möchte ich auch gar keinen Abrede stellen, ne? Aber ich erwarte jetzt einfach mehr von einem Spiel. Von einem Volltitel-Spiel irgendwie, was so lange angehypt wurde. Look at it. This is what happens when you fail to take control. Müssen wir jetzt die Maske nehmen? Nee, okay. Nee, wir sollen uns das angucken. Das sollst du dir jetzt ansehen. Und erschaudere davor. Ich finde das so geil. Also, Herr Junger, nee, ist die wie. Oh Gott. Twisted Forest. Just. Mach doch den Hebel jetzt runter! So, los! Struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only. James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again!
No matter how long it takes, I will find you. I will. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oder? Also wir sind doch hier wir sind doch hier gestartet. Ja. For answers, for purpose long gone, we carry on and on and on. What cruel part we have to play to live on once they went away. Avast, Mr. Hardy, avast. What's gone is gone. What's past is past. For there are things that should not be. And there are wounds that time won't heal. When all seems lost, when all is gone, we do not have to carry on. To put away what sadness wrought. Set your aim and take your shot. Ah! Just as I thought. A mother long gone. A sister's last breath. A life for a life. A death for a death. The flame that burns the lies away. The truth revealed. Let come what may. Lay your head down, brother. Go to sleep. This vow is no longer yours to keep. Was? Warum sind wir da? Hä? Okay. Ja, was? Haben wir noch Dias gefunden? Ich glaube nicht, oder? Doch, hab ich. Ja, wir sind immer noch im Schiff, Herr Junge. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil ich hätte jetzt gedacht, wir landen jetzt bei der Schriftstellerin, bei der Autorin. Und
Theorie, die ich mir so zusammengebastelt habe, die passt leider auch nicht mehr so ganz, wie ich mir vorgestellt hatte, aber okay. Und noch eine Runde. Weil es so schön war. Ja, das hatten wir schon. Wenn nicht, müssen wir vielleicht nach oben. Vielleicht gibt es ja eine Filmrolle haben wir ja nicht gefunden. Oder haben wir noch eine Filmrolle gefunden? Hermes Odyssey. Eine mythenumwobene Tragödie. Britisches Kreuzfahrtschiff geht unter. Hälfte der Passagiere verschollen. Nautische Experten und Laien sind gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den frühen Morgenstunden auf den Boden des Atlantiks gesunken ist. Die Jungfernfahrt wurde gleichzeitig zu seiner letzten Reise. Die Tragödie ereignete sich in der fünften Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einer der Maschinenräume ausbrach. Trotz der Bemühungen seitens der Crew breiteten sich die Flammen über die untersten Decks aus und verursachten eine gewaltige Explosion im Heizraum, die den gesamten Rumpf durchbrach. Während die genaue Zahl der Todesopfer noch nicht bekannt ist, gehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über 1000 Passagiere und Crewmitglieder dem Feuer zum Opfer gefallen oder in den kalten Meerestiefen verschollen sind. Danke, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum zur Hölle, wie kommt denn jetzt dieses Szenario bitte zustande? Irgendwie, dass die Schwester brennend draußen, der Junge, Ne? Muss mir erstmal beruhigen. Goose Fraber. Ja, und immer wenn du dich führst, die Geschichte ist doch jetzt zu Ende erzählt. Das führt uns aber noch leid. Wir sind noch nicht durch. Das ist mir zu hoch, Alter. Müssen wir jetzt vielleicht durch den Ausguck gucken, also durch das Fernglas. Durch den Ausguck gucken? Wir gucken gleich mal durch den Ausguck. Also auf jeden Fall hängen langsam hier überall unsere schönen Poster. Weil kann ja sein, dass wir jetzt eine Art Leuchtturm sehen und den Zusammenhang hinkriegen mit, keine Ahnung. Achso, nee, ich hätte jetzt durch das Fernglas geschaut. Ja. Gut. Wir sehen nichts. Oh doch, da. Und ganz unten ist noch was. Road ist. Ein Schuh. Oder? Frauenschuh. Ach, man kann hier anziehen. Okay, alles klar. Ja, steht ja auch da oben, aber. Okay. Guck mal, so kleine lustige Minigame. Vielleicht macht es dich ja wieder ein bisschen mehr happy. Happy Stevie. Alter, warum? Mach halt doch! Bitte, jetzt! Dankeschön. So, haben wir noch irgendwo irgendwas? Wollen wir die Wolke da hinten uns holen? Die Wolken. Ansonsten können wir jetzt nur noch maximal, also wenn wir jetzt durch die eine Tür da nicht durchkommen, können wir ja nur noch rausgehen. Na, dann heißt doch wieder, kannst doch nicht einfach wir haben ja die Schnüre durchschneiden. Das Storytelling ist ja durch, also eigentlich müsste es funktionieren. Guck erstmal auf Klo. Okay, schauen wir mal. Ende. Ende. Wozu waren wir jetzt nochmal in diesem Raum, frag dich. Also, wir sind jetzt... Willst du jetzt das Gemälde einfach abbrennen, oder was? See you in hell. Hell is closer than you think.
believed that words have the power to set free. And you were right. I think you should stay here. No, 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 no. Wer war das denn jetzt? Focus on your writing. Seid der Rattenmann oder die Rattenfrau vom Bild. Wir sind jetzt forever da eingesperrt, oder was? Das war die Story, okay, cool. Das Ende. Ja, das war Leas auf 4 2023. Ich übernehme mal die Abmoderation, weil ich glaube, dass ich den Stevie jetzt nicht mehr dazu bringe, was Positives hier aus der ganzen Nummer rauszuziehen. Und bisschen strange. Bisschen sehr strange. Ich habe keine Erklärung. So richtig. Für die Zusammenhänge. Der Stevie auch nicht. Ich nehme ihm jetzt einfach mal so ein bisschen das Ganze ab. Ich hoffe dennoch, dass ihr viel Spaß hattet bei diesem Let's Play, was sehr lange gegangen ist. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Let's Play wieder einschaltet. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Und schaltet wieder ein, wenn es bei uns heißt, wir spielen wieder Longplay. Bis dahin sage ich erstmal Tschü und Stevie. Exakt. Schreibt's unten in die Kommentare, wenn ihr New Game Plus wollt. Tschüss. Ciao.